wie würdest du jetzt den zweiten Satz denn lesen? Auch beim zweiten Wurf kann die Wahrsagerin die Knochen nicht lesen. Auch beim zweiten Mal versuchen konnte sie noch immer noch nichts lesen. So. Okay, nee, so, so können wir es aber so ganz nicht machen. Ne? Nee, was du sagen könntest ist, stellen wir eh um. Hier leben 1 Million Menschen auf engstem Raum, zum Teil in ärmsten Verhältnissen. Unsere Sangoma finden wir in einem unscheinbaren Hinterhof. Guck mal, du liest das ab, als ob du gerade ein Märchen liest. Ja. Verstehst du, das ist so bum, 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 krass. Und die Sangoma, die finden wir in irgendeinem Hinterhof. Verstehst du, das ist der, der Inhalt dieses Dings. Mach mal. Wir sind in Pretoria, genauer im Township Mamelodi. Ah, dieses, ich mache immer so Mamelodi. Nein, du machst wir so... Leben, here goes nothing. Wir sind in Pretoria in genauer... Wir sind in Verhältnissen. Unsere Sangoma finden wir in einem so einem abgeschandeten, unscheinbaren Hinterhof sein Plan. Zweiten Wurf. Jörn, wie spät ist es? 6.20 Uhr schon. Was machst du hier? Es wird hell. Nee. Doch. Scheiße. Ich schneide unseren ersten Beitrag über die Wahrsager von Pretoria. Warum hat das so lange gedauert? Weil ich so langsam bin. Und warum bist du so eingewickelt hier? Weil es ungefähr minus 12 Grad sind. Was meinst du, wie lange brauchst du noch heute? Gute Stunde. Dann ist es? Halb acht.